Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mordvorstellung hier auf Corner. Wir schauen uns jetzt den Ural 4320 1912 an, in der Version 1.0. Das Ganze kommt von Andre. Gibt es nur für PC und Mac, findet ihr in der Kategorie Fahrzeuge und dann LKWs. Das ist das gute Stück Ural 4320-1912. 240 PS Standardleistung, 808 Liter Diesel, Benzin, je nachdem. 95 km Max-Speed für 84.500 in der Anschaffung, 4.309 im Leasing. Zwei Config-Blöcke, Design und Motorausführung. Bei Design gibt es natürlich Bled und Bled 2. Und bei Motorausführung gibt es dann im Endeffekt 283, 65, 65 irgendwas. Und ihr seht das schon, wir können da im Endeffekt zweimal unsere Leistung steigern. Kyrillisch. Bin ich Beste, Kaperklaus. Im Endeffekt bei Design seht ihr, wir können hier oben entscheiden, ob wir, ich denke mal, Spoiler ist das einfach, ob wir einen Dachspoiler haben wollen oder nicht. Also irgendwas spoilertechnisch wird das ja heißen. Ansonsten haben wir 240, 300 und 312 PS maximale Leistung. Das war's dann auch schon. Die Karre gibt es in dem Sinne nur in Schwarz. Schauen wir uns das gute Stück hier an. Vorweg kann man sagen, es gibt ja viele solche Mods, eher manchmal so, der ist eigentlich soweit ganz geil. Klar gibt es texturentechnisch so ein paar Probleme. Leider Gottes, die Probleme lassen darauf sich belaufen, dass die Texturen, ihr seht das hier, teilweise noch arg fragmentiert sind, ne, und auch teilweise nicht so hoch aufgelöst sind. Die Reifen hier zum Beispiel, da hat man ja diesen, ich nenne es mal Öl, ne, dieses Grün, Grün-Rote, man sieht das so leicht durchschimmern. Genauso wie hier unten, das soll halt den Schmutz darbieten, das ist halt ganz klar. Das sieht soweit von der Position eigentlich auch soweit ganz okay aus. Wenn man näher rangeht, sieht man aber, dass das relativ vermatscht ist. Wir haben vorne ein Kennzeichen mit dran, das pixelt leider auch so ein bisschen vor sich hin, genauso wie hier diese Warndinger mit dazu. Ansonsten haben wir hier oben noch den Schriftzug, ich denke mal Ural, das heißen halt in Kyrillisch. Und diese Texturen ziehen sich halt einmal über das ganze Modell. Warum sage ich aber trotzdem schon mal mit besser? Es gibt schlimmere. Die halt wirklich komplett vor sich hinbreien. Hier gibt es halt einige Stellen, die sehen soweit, kann man sagen, ja, wenn man jetzt einfach so davor steht, ist okay. Wenn man herangeht, trotzdem manche sind halt so, die sieht man schon verweiden, dass sie sind. So, hinten haben wir noch einmal Ural. Auch nochmal das Kennzeichen mit dran, Bremslichter, Blinker, Rückwärtsfahrtleuchten. Mal dabei haben, wir haben hier eine Sattelplatte mit dazu, ne, da sieht man das auch nochmal ganz deutlich mit den Fragmentfehlern mit dabei. Und ansonsten hier hinten eine, ich denke mal Luft oder was das auch immer ist oder irgendwelche Schränke noch. Ein Riesending auf jeden Fall. Das kann man soweit sagen. Indoor sieht es meist nicht anders aus. Wie gesagt, es ist teilweise durchwachsen. Wir haben erstmal hier Lenkrad, was sich soweit erstmal bewegen lässt. Wir haben vorne auch die Armaturen, das kann man alles schick schön erkennen. Ansonsten noch irgendwelche Buttons mit irgendwelchen kyrillischen Text, die man nicht lesen kann. Also vom kyrillischen halt her, ansonsten sieht man, dass da was ist. Wir haben natürlich die schönste Gardine vorne mit dran, die man halt haben kann, ebenso hier hinten. Und ihr seht schon einige Texturen, also die Decke zum Beispiel, ne, das ist soweit besser, als wie man es sonst so kennt manchmal von solchen Mods, aber es ist ja trotzdem noch ein bisschen unscharf. Bei den Türen sieht man das hier nochmal genauer, ne, hier sieht man wieder die einzelnen Fragmente in der Textur. Leider mit drin, das Pedal da unten ist ein bisschen verpixelt und so weiter und so fort. Es ist also eher, wie sagt man, es ist eine 3. Ne? Also schlechter würde ich es jetzt nicht sagen, es ist halt so, wenn wir uns in Schulnoten ausdrücken würden, eine befriedigende 3 ist aber natürlich noch Luft nach oben, gerade wenn es ein bisschen unscharf ist, ist es ja nicht das Problem, die Fragmente sind dann aber nicht so allzu schön, deswegen geben wir mal eine 3. Hören wir uns mal den Sound an.
Was ein direkt auffällt, werdet ihr auch gehört haben, es gibt einen Loop-Fehler in der Sounddatei mit drin. Beim Beschleunigen, das kackt oder das hackt immer mal kurz ab, dann geht der Loop wieder von vorne los. Das ist natürlich relativ unschön. Ansonsten, ja, ich glaube, wenn man das jetzt mit den Orals aus anderen Spielen so vergleicht, ich meine, es hört sich schon in gewisser Art mächtig an, wie nah am Original. Wenn ich dazu was sagen kann, schreibe ich es wie immer mit rein. Ich meine, so unpassend ist es jetzt nicht, aber ich glaube, so wirklich am Original ist es auch nicht. Aber der Loop-Fehler, den hört man auf jeden Fall. Das ist leider unschön. Auch am Anfang beim Start, das ist dann so bim, 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 dann hat man kurz eine Sekunde Pause und danach kommt der nachfolgende Sound, das ist dieser Leerlauf-Sound. Das hört man leider Gottes raus. So, Thema Funktionalität, das Heben mit den Beinen wird nicht gearbeitet, Hände am Lenker sind aber in dem Falle. Wir haben hier vorne die Armaturen mit dran, die sind soweit auch animiert, wir sind jetzt hier ungefähr bei 20 km/h, ne, leicht drüber sind wir jetzt hier bei 19, also eine minimale Abweichung, ansonsten die RPM, das funktioniert soweit ohne Probleme. Wenn wir, bevor wir nachts mit reingehen, sehen wir, Spiegel sind soweit auch noch knapp, die sind ganz leicht am Rahmen drüber, sind aber an sich noch in ihrer Form. Wenn wir jetzt einmal das Ganze hier in der Nacht anschauen, sehen wir, wenn ich das separat Licht anschalte, sind vorne die Armaturen mit beleuchtet, weiteres hier nicht, sonst ist es ja finster wie ein Bärenarsch. Blinker und Co. sind drinnen leider auch nicht mit verankert, schade. Blinker sind im Außenbereich mit dabei, blinken soweit auch, reflektieren allerdings nicht. Und Umleuchten haben wir keine. Ansonsten gibt es Standlicht, Fahrtlicht und Abblendlicht. Dabei ist einmal drücken dieses Standlicht, zweimal normales Fahrtlicht, dreimal das Abblendlicht und viermal noch dieses blaue, diese blauen Zusatzscheinwerfer da vorne mit dran. Die Zusatzscheinwerfer könnt ihr nur über die F-Taste mit bestätigen, ne? Also aktivieren. Über Numpad 5, Numpad 6 könnt ihr separat das normale Fahrtlicht oder halt auch das Abblendlicht aktivieren und deaktivieren. Das Standlicht selber läuft auch wieder nur über die F-Taste. Hube. Ja, okay, Standardhube. Also von daher, wow. Mehr Funktionen wie IC oder Co. haben wir jetzt hier nicht mit dabei. 95 km/h maximale Fahrtgeschwindigkeit laut Tempomat-Anzeige. Ihr habt es vor uns gesehen, wir kommen so auf 85, 86, also ab 80 zieht sich schon ganz schön. Das Fahrverhalten wird dann ab einer höheren Geschwindigkeit auch ein bisschen wackelig. Ihr seht das Ganze hier, der schaukelt dann schon in den Kurven ein bisschen. Aber ihr seht hier, wir sind so bei 81, es geht ein bisschen hoch. Ne, 84, 85. Man könnte sich eher so auf 85 einigen, wenn die Lampe nicht noch da gewesen wäre. Höher ist es dann halt wirklich nur, keine Ahnung, wenn ihr einen halben Nürburgring in der geraden Strecke habt. Also die 95 ist eher unrealistisch, beziehungsweise halt falsch mit angegeben. Ansonsten haben wir ja da hinten eine Sattelplatte mit dran, das werden wir natürlich in dem Sinne auch gleich mal testen. Ist natürlich so die Sache, nehmen wir den EU-Trailer, nehmen wir die US-Trailer mit dazu. Wir werden es einfach mal mit beiden versuchen, um zu sehen, wie das Ganze aussieht, oder dass ihr seht, wie das Ganze aussieht. Sieht, ne? Deutsch ist heute mal wieder richtig hart am Start hier. So, nehmen wir einmal den hier, nehmen wir einmal den hier. So, fangen wir mit dem US-Ding an. Einfach einen Drohner fahren. Und dann seht ihr schon hier, bei dem Drohner fahren gibt es bei denen das Problem. Der ist zu niedrig, beziehungsweise der LKW zu hoch. Wenn wir das bei den EU-Trailer probieren, dann seht ihr hier, das klemmt zwar auch ein bisschen, geht aber besser. Und ihr seht auch, lässt sich in dem Sinne machen. Dynamische Kabel, Schläuche haben wir in dem Fall jetzt nicht mit dran. Aber man kann damit fahren. Aber das wird wohl bei einigen Trailern per se nicht funktionieren, wenn sie zu niedrig sind. Da müsst ihr also aufpassen, wenn ihr die Karre benutzen wollt, dass das Ganze so klappt, wie es klappt. Kommen wir mal zum Thema Lok, beziehungsweise erstmal mache ich hier wieder meine wunderschöne Musik an. Thema Lok hat mich sehr überrascht, man hat eigentlich immer wieder ein paar Fehler in den Mods drin, der ist allerdings soweit sauber. Ja, also der haut keine Lokfehler oder sonst was raus, also von Dings her ist er sauber, was sehr, sehr schön ist. Ja, was kann man prinzipiell sagen, wer halt so mehr so auf rustikal steht, nenne ich es mal, ne? Mehr so auf diese Russendinger oder was weiß ich auch, so nostalgisch, ostalgisch spielt, für den ist das sicherlich was. Texturen wären halt noch geil, wenn die verbessert werden würden. Funktionalität könnte man noch erweitern. Der Sound halt noch der Sound Loop Fehler, dass damit rauskommt. Aber das Ding ist solide. Also dafür, dass sehr viel Müll von solchen Urals draußen rumschwirrt, ist der schon in einer solideren Basis.
den man vielleicht noch erweitern bzw. verbessern kann. Schauen wir mal. Download-Link inklusive Bewertung findet ihr wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen, ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssi, Kowski.